So, hallo an alle zur nächsten Folge vom Mega-Projekt und diesmal auch vielleicht wieder einen kleinen Tacken kürzer. Ich meine, die Konstruktion, die sieht doch schon mal ein bisschen kompliziert aus, aber das ist noch gar nichts. da werden wir noch ein klein wenig dran basteln müssen. Ich habe kurz mal gewartet, kurz in Config geguckt, ob alles paletti ist und irgendwie... wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ist das hier schon fertig? Ja, ein weiterer ist in der Zwischenzeit durchgebrannt. Also ich stand hier nur rum, ich habe nichts gemacht. Ich würde sagen... Also erstens die Folge wieder, mach mal als einmal wieder kürzer, weil ich muss nämlich die Zeiten anhalten und das, was ich letzte Zeit die Minuten nicht zu viel gab, muss ich jetzt zu wenig machen, also muss ich 13 Minuten Parts machen. Bevor wieder gefragt wird, ich sag's nur. So, ich brauch, wieso aussieht doch noch eine Enderperle hier, die mich reinkloppen muss. Muss mal auf, vielleicht nochmal eine Enderperle rein. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte richtig gezählt, aber mag ja sein, ich kann nicht immer zählen. So, die wird jetzt hier mit durchgeschmolzen, weil noch genug Energie drin war. Und dann machst du wahrscheinlich hier auch schon den weiteren... Dingensen. Ein Liquid Tesseract habe ich ja schon. So, ich mache das noch schnell fertig. Also, wir brauchen erstmal des Weiteren noch Silver Ingot. Und Silver Ingot war in dem Canvas Bag, den ich da vorne reingetan habe und den ich vergessen habe, irgendwie jetzt gleich mitzunehmen. So, Silver. Und zwar brauche ich da, komme ich erstmal mein Dings raus und dafür das hier rein, falls wir es heute brauchen werden. Ich weiß, ich versuche das Zeug mal richtig zu lagern und so dann sofort, aber ein richtig ordentliches, vernünftiges Lager, das kommt dementsprechend auch noch später. Also da braucht ihr jetzt keine Gedanken machen. Das kriegen wir alles noch hin. So, Cactus Green kommt erstmal raus, Sand kommt raus, Erde kommt raus, Kupfer kommt raus. Dame kommt raus, war nämlich ein Fehlschlag, aber habe ich anders gedacht, mir anders vorgestellt. Miniumstein, das auch erstmal das raus. Wenn wir das brauchen, holen wir es uns einfach. So, der letzte Dings ist fertig. Wir können dementsprechend dann, ja, ich lege mir das Crafting-Rezept gleich schon mal hier zusammen, dann vertue ich mich nicht so stark. Das da, das da, das da, das da, das da, das da. So, jetzt machen wir noch drei weitere Tesserakte und dann haben wir auch schon alles fertig. So. Und so. Gut, die hätten wir. Als nächstes brauchen wir, ob ihr es glaubt oder nicht, für die Technik, die ich verwende, eine... Schon wieder eine Engine? Ja, schon wieder eine Engine, und zwar eine bestimmte Engine, nämlich eine Electrical Engine. Tin. Tin Gear. Und warum braucht ihr alle so viel Tin? Wollt ihr mich verarschen? Da muss ich leider gerade mal wieder ein bisschen Hexerei betreiben. Hex, Hex und so, wie Blocksberg-Style. Wo haben wir denn? Erstmal Fackeln, die sind auch ganz gut, auch keine Hexerei. Den Zauberstab von mir. Ich muss kurz meinen Zauberstab auf den Tisch hauen, tut mir leid. Und ich muss mal kurz ein bisschen Eisen in Tin wieder umwandeln. Hab ich den Zauberstab hingepackt? Den normalen? Da ist er. Wand of the Adept. Adept hört sich an wie Schnupfen. Des Lehrlings. Ne, der Apprentice heißt Lehrling. Adept heißt, glaube ich, Fortgeschrittener. Oder sowas in der Art. Also im Sinne der Magie. Einmal reinlegen. Zack. Dann wird nämlich parallel gleich wieder weiter Energie produziert. Wir sparen ein bisschen Zeit. So, wie sieht die aktuelle Situation aus? Ich müsste hier, genau, in den Kessel betreiben. Da muss was rein. Ich weiß schon wieder nicht, konkrete Zusammenmischung. Ich glaube nur, hier waren irgendwie... Ich weiß es nicht mehr, wie viel ich brauche. Ich weiß es nicht mehr. Ich werfe einfach mal die Hälfte rein und hoffe Gutes. Tut mir leid, ich hoffe einfach mal Gutes. Und ich werfe auch gleich nochmal die Hälfte rein und hoffe nochmal weiter Gutes, wenn dann... Ich verbrauche gleich alles einfach. Ich weiß, ist vielleicht nicht so die optimale Mischung, aber... Weg ist weg, komm. Ja, Achtung, kurz warten, bis genug Wiss da ist. Also die Zauberstab muss ich erstmal aufladen. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich verbraucht. Not enough charge. Also geht auch. So. Zack. Und Wasser rausholen und hier ran und dann erstmal Dinger wieder zusammen craften. Hätten wir schon mal Eisen in Tin umgewandelt. Ja, so weit geht's ja nicht. Wer noch nicht gesehen hat, der weiß jetzt Bescheid. Alles ist möglich. Das meiste jedenfalls. Ich mache alles erstmal wieder zurück zu Tin. Ingots. Genau, 29 Stück. So, dann könnten wir eigentlich den Zauberstab wieder zurück tun. Das soll ja kein Dauerzustand werden, sorry. Den hier oben reinlegen. Einmal raus. Ich brauche ein bisschen mehr Cobblestones, glaube ich, noch.
Also, und zwar, aus diesen Gears müssen wir jetzt Tin Gears machen. Und zwar zwei Tin Gears. Brauchen wir erstmal Stein Gears und dann noch Tin Gears draus. Und wir brauchen zwei Electrical Engine. Das heißt, wir müssen nochmal machen. So, zwei Electrical Engine heißt dementsprechend hier. So, das heißt auch im Klartext jetzt nochmal Eisen holen und dann Pistons machen. Zwei Pistons. Holz haben wir, Kobbel haben wir, Eisen haben wir, gut. So, da, da. Zwei Pistons. Nein, das hier brauchen wir. Glas drüber und oben drüber nochmal Tin. Meine Fresse, das ist ja schon viel. Glas fehlt mir gerade. Bin mir mal sicher, ich habe hier irgendwo noch was rumfliegen. Komm schon. Nein. Nicht die Fackeln. Ich will doch nur das Wasser einsammeln, nicht die Kiste öffnen. Hä? Ist ja furchtbar. So, nochmal. Fackeln natürlich wieder hinsetzen. Also ich will ja nicht, dass hier Viecher rumlaufen. Ich leuchte einfach alles aus. Alles hier. Apropos, wie sieht's denn jetzt? Oh, cool. 45. Ja, Yu-Gi-Oh! Matt hat sich auch noch produziert in der letzten Zeit. Ist schon ordentlich. So, Glas. Irgendwo war noch bestimmt noch Glas übrig. Nein. Da noch Glas. So, aber ich auch noch. Was ist denn noch? Hab ich noch Refined Iron? Nee, hier ist auch noch Tin. Ups. Hier ist aber die Kiste von Luke Place. Die hat er mir geschickt. Oh, cool, danke. Sehr nützlich. Gut, dann kann ich jetzt hier in der Zwischenzeit eigentlich die Maschine wieder abschalten. Braucht ja gerade keiner mehr. Das Zeug ist ja alles durch. Okay. Ich brauche dann zwei Tin-Teile. Pass mal auf, das kann ich ja stacken. Hiervon fehlt ich nicht wieder so schnell. So, dann zwei Glas. Dann eins, zwei. Und die zwei Pistons hier. Electrical Engine brauche ich zwei. Für zwei Electrical Engines brauche ich zwei Schalter. Schön. Das kommt dann alles hier auch mal mit rein. Zwei Schalter brauche ich noch. Habe ich noch irgendwo eine Badbox, die ich nicht brauche? Eine Badbox brauche ich mal. RE-Battery, Copper-Cable. Und das müsste alles hier drin sein. So. RE-Battery brauche ich drei. Copper-Cable habe ich bestimmt auch noch irgendwo übrig. Da. Und zwar eins. Und ansonsten brauchen wir nur Holz. Das heißt, der kann schon wieder weg. Ja. So, dann brauche ich eine Badbox. Die Badbox sieht dann... Moment. Scheiße gebaut mal wieder. Nein. So, drei. So. So aus. Eine Badbox brauche ich. Was brauche ich denn noch? Lass mich kurz überlegen. Ich brauche noch die Golden Waterproof Pipes. Das stimmt. Und ich brauche noch... Kurz überlegen, ein paar Kupferkabel, die müssten eigentlich reichen. Ich weiß nicht, ob ich dafür soll ich für die Glaskabel nehmen oder habe ich einen Rucksack reingeschmissen. Canvas Bag. Da. So, wo habe ich denn jetzt hier? Habe ich hier noch Glaskabel drin? Zwei, na gut, es wird zu wenig. Ich bräuchte eigentlich mehr. Pass auf, dann nehme ich halt erstmal die Kupferkabel und probiere es mal mit denen. Müsste aber eigentlich auch gehen. Sollte eigentlich nichts. So. Und dann kommen wir zum nächsten Teil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen noch eine. Nicht eine, zwei sogar. Pumpe. Und die machen wir aus einem Tank, der wird aus Glas gemacht. Und okay, Spitzhacke brauchen wir eine. Pickaxe. Zwei sogar. Vergesst das jetzt mal, auf alles jetzt mal. So. Zwei Spitzhacken Eisen. Zwei Eisenspitzhacken. Dann. Kurz, was haben wir hier oben drin? Redstone und Iron Gear brauchen wir noch. Schon wieder ein Gear. So, das wird so gemacht. Ja, wie gesagt, es wird langsam. Geht langsam Buildcraft so richtig rein. So. Erstmal um ein Steinsgear. Haha. Wenn ich irgendwie an Steins geht, auch im Anime. Nein, ich habe nicht gesehen. Das steht auf meiner Liste. Auf meiner roten Liste der bald anzuschauenden Animes. So, dann das da.
Das braucht zwei von denen, soweit ich weiß. Und dann kann ich hier raus Iron Gates machen. Oder Gears machen, so. Die kommen dann dahin. Da kommen die Spitzhacken. Habe ich zwei gemacht? Nein, habe ich nicht, oder? Nein, ich habe nur eine gemacht. So, nochmal eine halt. Okay, hier unten, da erstmal da rein. Die Dinger da, hier und da, so, ne? Das, dann das und dann... So, Mining Well brauchen wir dafür. Zwei Stück am besten. Jetzt brauchen wir noch zwei Tanks. Zwei Tanks. Und die machen wir jetzt zu einer Pumpe. Gut, dann hätten wir das da schon mal. Das heißt, wir haben jetzt schon mal sehr viel. Wir brauchen hier zunächst erstmal ein Liquid Tesseract für die Hölle. Dazu brauchen wir zwei Pumpen, ein wenig Pipes, eine Badbox. Dann brauchen wir einen Geothermal Generator, brauchen wir noch. Und einen Geothermalen Generator. Müsste ich jetzt schon wieder nachgucken. Ich habe das ganze Zeug hier wieder reingetan, gell? Canvasback holen. Den geothermalen Generator brauchen wir erstmal normalen. So. Geothermal Generator. Brauche ich erstmal einen nur. Und zwar Refined Iron, Empty Cell und Glas. Habe ich noch Refined Iron hier? Ja, aber nicht mehr allzu viel. Naja. Refined Iron. Dann brauche ich jetzt ein paar Empty Cells. So, die gehen dann dahin und dahin jeweils. Und hier unten brauchen wir... Ne, Quatsch. Geothermal Generator. Was mache ich hier eigentlich? Ich mache nur Schrott. Irgendwie. So, Glas daneben. So, zwei Geothermal Generators. Erstmal... Ja, wir brauchen ungefähr 20 davon. Aber soweit kommen wir dann alle noch. Einen normalen Generator, wie machen wir eigentlich den nochmal? Brauchen wir RE Battery, Refined Iron und Dings. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich müsste nochmal hier einen Stack Eisen durch den Ofen schmeißen. Und der Ofen, der ist hier oben. Oder warte mal, was sagt hier vorne die Kiste? Ah ja, Gold und so Zeug. Darf ich mal kurz? Danke. Ich kann übrigens auch gleich wieder einen Recycler nachfüllen, wenn ich schon mal hier bin. Und die Folge ist auch schon wieder rum. Das ist doch richtig schlimm hier. So, man kommt hier nicht vorwärts. Es geht nicht. Unmöglich. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Achso, einen Chunkloader brauche ich dann auch noch. Muss ich auch noch. Darf ich nicht vergessen. Der gehört auch noch dazu. Zu dem chaoten Paket. Ich weiß sogar, ob das ein Zeug raus. Damit ich mich jetzt hier dann nachfüllen kann. Zack. Und dann, das und das. Und dann wieder das nochmal. Gut, dann kann ich es wieder einsammeln, alles. Ja. Hätten wir schon mal hier. Ja, warte mal, was soll ich jetzt eigentlich oben machen? Achso, ich wollte das Eisen reinschmeißen. Tut mir leid. Wieder voll verpennt. So, das kann ich machen. Ich hau einfach mal einen kompletten Stack Eisen rein. Brauchen wir für Geothermal-Generatoren. Da landet es in der Lava drin. Ja, das kommt dann jetzt nach und nach rausgeploppt, sammle ich mir dann später ein. Moment, brauchen wir erstmal nur einen Geothermal-Generator. Wir brauchen auch noch einen Chunkloader. Und wir brauchen noch was. Ein bisschen Magie brauchen wir noch. Sehe ich aber, zeige ich aber jetzt gleich. Nein, die Kabel brauchen wir, das kann raus. Ja, die Cells können raus. Jet behalte ich nochmal. Tin kann fürs Erste raus, die Gears können raus. Glas, Redstone, Kohle, nochmal Tin. Oh, schon voll. Naja, dann passt das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, leider muss ich die Folge wieder kurz halten. Wir sehen uns im nächsten Part und tschüss.